Schnütchen machen, Dackelblick aufsetzen, der Handykamera tief ins Auge gucken. Dackel Hubertus vom Auenwald weiß offenbar, wie es geht. Er genießt es, wenn er die volle Aufmerksamkeit von Frauchen Thalisa hat. Und die kriegt dafür die volle Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Das hat sich eher zufällig ergeben. Tatsächlich hat es alles in der Pandemie begonnen. Da habe ich mir einfach aus Spaß mal die App TikTok runtergeladen. Am Anfang habe ich es einfach nur selber als, als User, würde ich mal sagen, genutzt. Und dann irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, so viele Videos, wie ich von meinem Hund mache, kann ich die auch einfach im Internet teilen. Und hat sich dann relativ schnell so eine Dackel-Fangemeinde gebildet. Das läuft inzwischen sehr gut und immer besser, wie zum Beispiel unter dem Account Dackel und Dame bei Instagram. Alleine bei TikTok haben die beiden fast 60.000 Follower. Für Hubertus ist aber vor allem die Aufmerksamkeit wichtig, die er von Frauchen bekommt. Er weiß, wie das geht. Jetzt leg ich los mit Action, oder wie? Na, du bist ja auch ein Kasper. Jetzt ist wahrscheinlich jetzt, weil er nicht mehr im Mittelpunkt steht. Das ist auch so ein bisschen ein Problem, dass wir ihm anerzogen haben, sag ich mal, dass er das merkt, wenn er nicht mehr der Mittelpunkt des Geschehens ist. Und dann fängt er an mit solchen Mätzchen manchmal. Aber ich finde, sowas kann man dem Hund immer verzeihen. Und vor allem, wenn man weiß, man ist ja selber dran schuld. So wie Hubertus damit eher zufällig in die sozialen Medien kam, so kam er auch eher zufällig zu seinem Frauchen. Der Dackel ist ein Kind der Liebe. Die Eltern waren ein Rauhaardackel und ein Kurzhaardackel. Eine Vermählung, die sich eigentlich nicht gehört unter Dackeln. Geboren wurde er 2019. Mit 11 Wochen zog er zu Thalisa Maute. Der Hubertus ist mein Ersthund und mein Partner wollte damals unbedingt einen großen Hund. Und die einzige Einigung, die wir finden konnten bei einem kleinen Hund, war dann tatsächlich der Dackel, weil die einfach auch so einen starken Charakter haben und ein bisschen robuster sind als jetzt andere kleine Hunderassen vergleichsweise. Und dann haben wir uns auf den Dackel geeinigt, gell? Und dann kam Hubertus. Dann kam Hubertus. War ein Glücksgriff, ein Zufall. Ein Leben ohne Dackel ist für die 26-jährige Lehramtsstudentin undenkbar. Ihren Followern gibt sie in einem ihrer erfolgreichsten Videos auch mal Einblicke ins Schlafzimmer. Genau das macht Hubertus, wenn ich ihm sage, dass ich aufstehen möchte. Er denkt dann immer, er kann mich zurück ins Bett drücken und kann noch ein bisschen länger kuscheln. Aber der kleine Mann weiß nicht, dass ich ungefähr das 10-fache von ihm wiege und ich ihn einfach auf den Arm nehmen könnte. Ihre große Dackelliebe teilt Thalisa Maute täglich. Sie zeigt ihren Alltag mit Hund, der seinen persönlichen Handfeger hat und der sich manchmal anhört wie eine Kuh. Hubertus vom Auenwald ist echt eine Marke. Vor 10 Uhr mag er nicht vor die Kamera, er schläft halt gerne lang. Rausgehen findet er gut, zumindest solange es trocken ist. Regen empfindet der Dackel als Zumutung. Heute hat er Glück. Das ist jetzt die Wut, weil er nicht schnell genug vorankommt in seinem Loch und weil er ein bisschen nervig wird, weil er die Maus nicht findet. Beim Buddeln hat Hubertus richtig Spaß. Wenn ihr Dackel sich nicht so wohl fühlt, dann postet Thalisa Maute das nicht. Zum Beispiel Pfötchen sauber machen nach dem Buddeln. Aber muss halt sein. Und da ist er wieder, der unwiderstehliche Dackelblick.